Gut und willkommen, es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast, hier bei mir beim Whisky Bubbler und heute habe ich für dich den Wolfburn Single Malt Whisky dabei. Wolfburn Single Malt Scotch Whisky. Mittlerweile haben sie alle Namen wie Northland und so weiter. Je nachdem, ob sie dann die Bourbon-Fassabfüllungen sind und so weiter. Hier damals, das war die ältere Abfüllung, die hatte ich mal tatsächlich flaschentechnisch getauscht, wollte ein Video drehen, kam nie dazu und steht bestimmt schon, 2014 müsste das gewesen sein. Also fast schon 6 Jahre rum, habe den letzten Mal probiert, dachte so, schmeckt ganz gut. Also der hat sich nicht negativ verändert, ich weiß nicht, ob er noch besser war früher. Dachte, bevor ich die Flasche jetzt richtig leer mache, ja, bringe ich ihn mal vor die Kamera. Wolfburn ist eine Highland-Brennerei, ganz nördlich, die nördlichste noch. Ich glaube, es wurde mittlerweile eine neue beantragt, die gebaut werden soll. Das heißt, über Old Poultney, 40 Minuten so schräg hoch durch den Wald. Wolfburn. Sehen wir dann diesen Wolf. Hier schreiben sie schön Yada Yada. Ist eine Zeichnung aus dem 16. Jahrhundert von Konrad Gessner und so weiter. Also sie machen sehr viel Marketing hier drauf. Wie gesagt, mittlerweile steht ein bisschen was anderes drauf. Natural Color, Non-Chill Filtered, also nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Auch wieder sehr gut, 46 Volumenprozent abgefüllt. Double Distilled, so Potzel, alles ganz normal, wie wir es bei den Schotten kennen. Bei den meisten zumindest. Lowlander sind da ein bisschen anders. Ja, den werde ich mir jetzt einschenken und dann verriechen. Und das sind natürlich junge Whiskys. Also die Brennerei, sie werben damit, oh, es wurde schon lange nicht mehr gebrannt. 1822 war die Brennerei irgendwie offen, 1877 geschlossen und dann über 100 Jahre und so weiter, 2013 eröffnet. Also 2013, 2020 haben wir 7 Jahre offen. Der Whisky war damals quasi einer der ersten, als sie so 3-4-Jährige hatten. Da hatten sie noch nicht draufgeschrieben, was sie haben. Machen wir leer, Bottlekill. Ne? Ob das Hogsheads sind, auf diesem Northland im Neuen schreiben sie Hogshead. Ob das jetzt nur Bourbon Casks Hogshead weiterhin sind oder Bourbon Barrels waren, hier gab es glaube ich keine Angabe, aber ich meine auch, dass das Hogshead sind. Genau, ich glaube die Neuen sind auch Hogshead, keine Quarter Casks. Ja, stelle ich mal die leere Pulle hin und lasse ihn wieder ein bisschen stehen, verrieche, verschmecke und dann schauen wir uns doch mal den Wolf, den ich hier noch gar nicht auf dem Kanal hatte, mal genauer an, auch wenn ich schon den einen oder anderen Glas hatte. Eine total extreme Vanillesüße, dahinter so ein bisschen ganz leicht herbal, also so kräutrig, aber ohne irgendwie so penetrant zu sein. Wie so ein bisschen Wiese, ja, vielleicht so Küstenfrische. Ja, Stroh ist es nicht ganz, es ist eher Malz, Süße. Sehr vanillig von den Aromen. Dahinter leichtes Holzfass. Und so ein bisschen was vom grünen Apfel. Ja? So leicht Zitrus, frisch. Wenn wir also nicht, ja, der Apfel ist ja keine Zitrus, aber wisst ihr, was ich meine? Wenn es so saftig grün, wie bei der Zahnarzterung. Möchte ich mir den Wolfburn Single Malt Whisky auf die Zunge lassen, auf alle Wolfsfreunde. Slanjwa. Die 46 Volumenprozente sind gut eingebunden. Malzig, voll erstmal auf die Zunge. Da kommt so ein bisschen, ja, Süße, diese Vanillesüße, diese Malzsüße, diese Küstensüße, diese frische Grasig. Das ist alles sofort da. Da kommt dazu leichte Würze, leichtes Prickeln vom Fass. Sehr angenehm. Alles so in so einem Wechselspiel, schön umwoben. In der Nase wird die jetzt malziger. Oder leicht strohiger, so ein bisschen so frisch gemähte Felder, wenn die so im Herbst trocknen. Ja, und so leicht muffig wird es dann auch. Es ist kein Kuhstall. Nein, aber da kommt jetzt gerade nach dem ersten Schluck, oh, ganz extrem,
Das Malz, das Malz und das Stroh, so die Kombination daraus, wird immer frischer. Muss ich nochmal probieren. Ja, und auch im Mund. Wird jetzt einfach ein bisschen strohig. Ein bisschen, ja, küstenartig, ein bisschen Muff. Vielleicht ein bisschen Erde kommt dazu. Das Holzfass übernimmt ein bisschen. Also für so einen jungen Whisky echt schön. Kann nachvollziehen, warum viele Wolfburn mögen. Schmeckt mir sehr gut. Und die Nase, vielleicht so ein Punkt. Man riecht immer mehr. Die Nase ist ein bisschen besser als der Geschmack. Mein Fazit zu diesem Wolfburn Single Malt Whisky. Wie gesagt, schön war es, ihn zu leeren. Ich hatte insgesamt nur 10 cl, so in der Summe. Muss ich mir mehr angucken. Also ich hatte hier und da mal einen Glas, da dachte ich dann auf der Messe so im Vergleich mit anderen Malts, der war ein bisschen jung. Heute gefällt mir das Aroma sehr gut. Ich kann es nachvollziehen, warum Leute sagen, boah, gefällt mir. Muss man einfach mal ein paar durchprobieren. Ich glaube, das ist eine Brennerei, die ich mir demnächst mal ein bisschen genauer angucken werde, weil ich müsste, es waren irgendwie so Special Releases, die ich mal probiert habe, 2 Stück. Den hier jetzt irgendwie letztens, nachdem ich den mal getauscht hatte, vor 5, 6 Jahren. Ja, und er kann immer noch mithalten. Er hat nicht verloren. Gut, er war dunkel gelagert in der Box, von daher stand da immer im Regal, deswegen habe ich da hingeguckt. Was soll ich sagen? Wie gesagt, das einzigste Manko, die Abfüllung ist jetzt noch ein bisschen jünger. Ja, die neuen Whiskys sind halt 6, 7 Jahre, älter sind sie halt nicht. Und da muss man dann halt mit leben. Ja, es gibt immer wieder Special Releases und hier und jo und wie es halt so am Anfang ist. Aber auf jeden Fall, vielleicht die Oloroso-Variante, die sie da haben. Sie haben, glaube ich, so 4 Standardprodukte und dann noch so ein paar Special Releases. Also den einen oder anderen mal werde ich mir mal anschauen. Macht auf jeden Fall Spaß. Ich hoffe, euch hat es gefallen, Wolfboy mal kennenzulernen, weil ihr es vielleicht auch nicht so kennt wie ich. Oder wenn ihr sagt, ey, ich bin totaler Wolfburn-Freak, dann schreibt doch einfach mal die Empfehlung rein. Welche Wolfburns in welcher Rangfolge sollten wir probieren? Für alle, die sagen, hey, ich würde gerne mal mit Wolfburn probieren, ob es mir schmeckt. Schreib doch einfach mal, wenn du dich auskennst, rein, was deine bisher besten Wolfburns waren. Oder sagst du, ah, nee, deins ist es gar nicht. Geht nicht. Lass es mich wissen. Einfach mal kommentieren im Video. Und ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich demnächst wieder einschaltet, meinen Kanal abonniert, Glocke abonnieren. Dann werdet ihr benachrichtigt und verpasst kein tolles Video mehr. Bis demnächst. Tschö.